Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte heute ein bisschen mit euch reden, so ein Style and Talk Video machen. Ich fange auch direkt an. Ich wollte euch heute ein bisschen erzählen, wie ihr auch Produkttester werden könnt, wie ihr kostenlos Produkte zugeschickt bekommen könnt, und das geht ganz einfach. Dafür braucht ihr kein YouTuber zu sein oder keine große Reichweite zu haben. Ich benutze als erstes von Catrice die HD Liquid Coverage. Ja, und zwar, ihr wisst, ich habe von Braun ein IPL-Gerät zugeschickt bekommen, was ich auch gestern das erste Mal ausprobiert habe. Und es ist sehr, sehr gut. Also ich bin bis jetzt ganz zufrieden. Ich bin nicht die beste hier Schmink. Ich bin nicht der beste Schminkmeister. Deswegen, wenn ich irgendwelche Fehler mache, müsst ihr mir das bitte verzeihen. Aber ich schminke mich immer so und ich finde, das ist ganz okay. Also, ich kann mich draußen blicken lassen. Und das ist ja das Wichtigste, oder? Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine Seite, die heißt Konsumgöttinnen. Ich werde euch alle Seiten, über die ich sprechen werde, auch unten in der Infobox verlinken. Und da könnt ihr euch kostenlos anmelden. Ihr müsst halt alles eintragen: Straße, männlich, weiblich, euer Alter, ob ihr verheiratet seid, was euch interessiert, also Schminke, Haushalt, keine Ahnung was. Und da bewirbt man sich dann, da ist dann jeden Montag ein Produkt, ein Produkttest, und da könnt ihr euch dann bewerben. Es gibt auch Shops, die man testen kann. Ja, ich habe mich jetzt, ich habe mich vor 3 Monaten angemeldet, und das hat nichts mit YouTube zu tun, die Seite. Ihr meldet euch ganz normal an und wie gesagt, ihr müsst eure Angaben machen und dann könnt ihr euch bewerben. Ich habe mich jetzt 3-4 Mal beworben, habe nie eine Zusage bekommen und habe mich dann aus Jux einfach bei diesem, ich hoffe, ich habe jetzt keine Flecken oder so, in der Kamera sieht das ein bisschen schlimmer aus. Naja, ich habe mich dann beworben und habe nach einer Woche oder so direkt eine Zusage bekommen für das EPL-Gerät und dachte mir, gut, dass die anderen Sachen nicht geklappt haben. Aber es kommt auch drauf an. Also wenn du jetzt dich bei dem EPL Gerät bewirbst und rote Haare hast und eine helle Haut, dann werden die das sowieso nicht nehmen. Also die achten dann natürlich drauf, zu wem passt es mehr. Bei mir ist das gut, ich habe eine helle Haut und sehr dunkle Haare. Also dunkelbraune Haare habe ich. Und ja, ich wurde ausgesucht. Das Gerät kam innerhalb von 2 Tagen, obwohl da stand ab dem 25. Und wir haben heute den 27. Ich habe es, glaube ich, am 24. oder so bekommen. Ja, und ich werde auf jeden Fall eine Review dazu abdrehen, wie das Gerät ist. Auch wenn ich das nicht machen muss. Ich muss eigentlich nur einen Testbericht schreiben, wie ich das finde. Das werde ich natürlich auch machen, muss man ja machen. Ich blende euch das mal kurz ein, wie das angekommen ist bei mir. Es war mit Seidenpapier ausgelegt. Ganz oben war ein Brief drin von Braun, was ich sehr, sehr süß fand, personalisiert. Ihr könnt es ja gerade sehen. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden gewesen. Das ist so schön eingepackt und ich weiß nicht. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut. Das Gerät scheint sehr hochwertig zu wirken. Das Gerät kostet eigentlich 300 Euro, also 299 Euro. Und wir waren vorgestern beim Mediamarkt. Ich habe geguckt, ob es das schon auf dem Markt gibt. Ja, gibt es. Und es kostet bei Mediamarkt auf jeden Fall 299 Euro. Mich haben auch sehr viele auf Instagram angeschrieben, ob ich das Gerät empfehlen kann. Und ich bin ehrlich zu euch, Leute, ich empfehle nichts, was ich noch nicht ausprobiert habe. Vielleicht bringt es was, vielleicht nicht. Jeder Hauttyp ist anders. Ich will euch jetzt nichts vorgaukeln, was nicht stimmt. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich werde es erstmal 1 Monat testen und dann berichten, ob es auch gut ist und ob es nicht gut ist. Aber das Problem ist auch, jeder hat eine andere Hautfarbe und bei jedem wirkt es anders. Ja, das zu Konsumgöttinnen. Dann gibt es noch eine Seite. Und zwar, scheiße, wie hieß die Seite? Ich habe den Namen vergessen. Achso. Ja, dann gibt es noch eine Seite, die heißt Entscheider Club. Da könnt ihr auch ein paar Euros dazu verdienen. Da bin ich auch angemeldet. Und zwar gibt es da immer wieder Umfragen. Das ist komplett kostenlos.
Genau wie auch Konsumgeld, das ist auch komplett kostenlos. Ihr müsst da nichts zahlen, ihr bekommt die Geräte geschenkt. Oder es sind ja nicht nur Geräte, ne? Es sind auch Haushaltsartikel sind dabei, dann ist da Schminke dabei, dann ist also alles Mögliche. Ich versuche euch das auch mal einzublenden. Und auf jeden Fall bei Entscheiderclub müsst ihr Umfragen machen und für jede Umfrage bekommt ihr 1 bis 40 € geht das, also kommt drauf an. Ich wollte jetzt auch eine machen, aber dafür nicht am PC die Umfrage starten und ich wollte aber erstmal das Video abdrehen. Ja, und was ich euch auch noch sagen wollte, bei Konsumgeld, was ich sehr, sehr cool finde, könnt ihr Punkte sammeln. Für jeden Testbericht kriegt ihr Punkte, für jeden, ich weiß, ich rede jetzt voll durcheinander, aber Leute, mir fällt das immer nach und nach ein. Ich habe jetzt hier kein Bild oder so, kein Zettel, wo ich alles draufgeschrieben habe. Ja, ihr kriegt für alles Punkte und ab einer bestimmten Zahl bekommt ihr auch Geschenke. Und wenn ihr jetzt meinen Namen einträgt, wir heißen übrigens bei Konsumgeld Familie Said, wenn ihr meinen Namen einträgt, kriegt ihr 20 extra Punkte. Ich weiß aber nicht, ob ich Punkte kriege, ehrlich gesagt. Also ihr könnt jedes Mal meinen Namen angeben und dann kriegt ihr auf jeden Fall schon mal 20 Punkte. Fürs Registrieren kriegt ihr Punkte und dann auch für eure, also wenn ihr eure Daten ausfüllt, kriegt ihr Punkte. Macht das auf jeden Fall und fragt jedes Mal euren Freunden, wie eure Freunde heißen, damit ihr die auch eintragen könnt. Ja, das kann ich euch schon mal so grob sagen. Ich weiß nicht, ich bin so froh, dass ich das Gerät zugeschickt bekommen habe. Ich bin mir sicher, wenn ich Braun angeschrieben hätte, würde ich das nicht zugeschickt bekommen. Voll aus Deutsch. Hätten die mir das nicht zugeschickt, weil ich bin ja jetzt auch nicht die größte YouTuberin. Aber ich wollte euch das mitteilen. Ja, es gibt viele Leute, die sich jetzt vielleicht aufregen, weil ich, warum ich das mitteile, da dann die Chance geringer ist, ausgewählt zu werden. Aber ich teile sowas gerne mit. Fail. Ich teile sowas gerne mit. Leute, ich muss das mal kurz hier machen. Tut mir leid. So, ihr Lieben, ich habe jetzt meinen Eyeliner-Strich gezogen. Der sieht nicht so wow aus, aber egal. Auf jeden Fall, ich finde, nicht nur YouTuber haben das Recht, Sachen zugeschickt zu bekommen. Weil manche kriegen Sachen zugeschickt, müssen es aber nicht vorstellen. Was ich auch sehr schade finde. Deswegen wollte ich euch diese Seite auf jeden Fall vorstellen, Konsumgeldinnen. Entscheider Club könnt ihr euch auch kostenfrei anmelden. Ab 10 € könnt ihr das auf euer Konto ganz normal auszahlen lassen. Und beide Seiten verlinke ich euch unten. Ich weiß nicht, also man kann nichts falsch machen mit den beiden Seiten. Und ich gönne es wirklich jedem. Ich habe mich gefreut und ich bin mir sicher, ihr werdet euch genauso freuen, wenn ihr was zugeschickt bekommen werdet. Weil ich meine, ich habe jetzt 300 € gespart und wenn ich dann haarfrei werde, ist das doch perfekt. Also was will ich noch? Das ist jeder Wunsch, also ich finde, jeder wünscht sich haarfrei zu werden, vor allem die Frauen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht allzu viel geschminkt. Eigentlich mache ich gar kein hier. Sowas, Make-up drauf, nur noch Concealer und so, weil ich mag das nicht mehr so, vor allem nicht im Sommer, weil man eh voll schwitzt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich bin sehr, sehr zufrieden, dass ich mich da angemeldet habe. Ich bereue es nicht und am Anfang hatte ich Bedenken und dachte mir, komm, die wählen eh nur Leute aus, die eine große Reichweite haben oder keine Ahnung, die halt Werbung machen, ganz viel Werbung. Und dann haben die mich gewählt. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, euch da mitzumachen, es auszuprobieren. Ihr verliert ja nichts. Ihr müsst nichts mehr ausfüllen. Also ihr müsst was ausfüllen, aber nur ankreuzen, nichts reinschreiben. Das will man dann auch. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefreut. Mal was anderes. Wenn ihr mehr solche Videos wollt, wie ihr Produkttester werden könnt oder so, drückt auf Gefällt mir, dann weiß ich wenigstens, okay, das interessiert euch und ihr wollt mehr Tipps haben. Weil es gibt da noch ein, zwei andere Seiten, aber ich wollte erst mal über die beiden reden, damit ich euch richtig aufklären kann. Ich hoffe, ich konnte euch aufklären. Ich bin nicht der Typ, der sich vor die Kamera setzt, sich schminkt und dabei redet. Aber übrigens ist es mein Alltag-Look. So schminke ich mich immer. Ich mache auch gleich noch Kontaktlinsen dran, weil wir gehen jetzt gleich raus. Mein Bruder schläft heute bei mir. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe das Video schon mal abgedreht. Aber Lena hat dazwischen gefunkt die ganze Zeit. Ich plapper voll viel, merke ich gerade. Aber einerseits konzentriere ich mich, damit ich mich schminken kann, und einerseits versuche ich euch hier voll zu klappern.
Ja, wie gesagt, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann drückt ihr einfach auf Gefällt mir. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und also, ich habe euch jetzt erzählt von konsumgöttinnen.de. Tragt auf jeden Fall meinen Namen ein. Ich weiß wirklich nicht, ob ich Punkte dadurch bekomme. Ehrlich, ich habe es nicht gelesen. Aber als ich mich da angemeldet habe, stand da, dass ich dafür, dass ich einen Namen eintrage, 20 Punkte bekomme. Und das ist ein gutes, ne? Und wenn man genug Punkte hat, kriegt man Sachen. Und was noch? Genau, Entscheiderclub. Ich werde euch beide Seiten unten verlinken, da könnt ihr euch anmelden. Und bitte, bitte schreibt mir rein, wenn ihr was gewinnt. Ihr könnt es unter den Blogs schreiben oder wenn ihr als Produkttester ausgesucht werdet. Schreibt mir das auf jeden Fall unten rein. Ich werde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr was zugeschickt bekommt. Und ja, ich habe es euch jetzt mitgeteilt. Ich weiß, viele würden das nicht machen, weil dann die Chance geringer ist, als Produkttester ausgewählt zu werden. Aber ich finde, jeder hat die Chance. Und wie gesagt, nicht nur große YouTuber müssen was zugeschickt bekommen. Die Zuschauer verdient das auch. Ich meine, durch euch werden uns Produkte zugeschickt und wegen euch machen wir das ja. Also wenn ihr nicht wärt, würde ich mit YouTube gar nicht weitermachen. Wenn ich sehen würde, okay, da kommen am Tag nur ein, zwei Zuschauer dazu, würde ich niemals mit YouTube weitermachen. Wozu? Aber ihr gebt jedes Mal die Kraft dazu, dass man weitermacht. Manchmal kommen 10, 20 Zuschauer dazu am Tag, da freut man sich umso mehr, hat man mehr Lust zu vloggen. Und ja, danke an der Stelle nochmal dafür und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, ihr freut euch und ich würde sagen, das ist